weiter geht's heute mit GTA. Und mal schauen, was der Markus für uns hat, weil er gleich eingeladen hat. Heute machen wir ein bisschen, also in der nächsten Folge machen wir ein bisschen Zivilmission. Da sind noch zwei Leute, sehr gut, die kann ich mir noch holen. Ja, du schneidest ja immer, ich mache ja Stream hier gerade. Ja, alles gut. So. Wo haben wir so den... Zwei Schüsse, zwei jawohl. Da. Und freust dich schon auf Mittwoch auf Monaco? Dienstag. Ja, Dienstag meine ich. Heute erstmal Russland. Ja, wir haben heute Mexiko. Ja. So, hast du schon eingeladen? Ja, schon lange. Okay. Bin ich schon drin. Ach. Ich weiß, normalerweise ist es andersrum, aber. Hm. So, kurz mal Kohle holen. Genau. Und dann, beziehungsweise Munition holen. Okay. Können wir? Hm? Ja. Rückführung unter dem Hammer. Die haben wir noch gar nicht. Also zumindest habe ich da kein Häkchen dran. Nö. Ich bin ja, wie man vom Level her sieht, schon ein bisschen länger in GTA unterwegs. Also, halt seit Release tatsächlich. Also ich hab's ja, wobei ich auch schon auf der PS3 gespielt habe. Ja, ich spiele auch seit Release, bloß dass mein anderer Account halt auf der anderen Konsole war. Naja. Och. Ja, vielleicht ist einfach mal die Zukunft tatsächlich PC, aber schauen wir mal. Was dann noch so kommt in dem Wandel. Hab ich auch vor. Ich will mir vom Kollegen... Ah, hier ist nur ein Zweisitzer. Ja, warte, dann nimm mal die Kuruma. Der steht direkt dahinter. Du weißt doch, dass das auch Bullen bringen kann, ne? In der Mission. Ach nee. Das war jetzt nur Instant. Ja, ich mache halt mit dem Double Action Revolver. Ich will halt die... Und ich sag 40 Schüsse in 1 Million. Das nehme ich mir mit. Ja. Das wusste ich nicht. Obwohl ich weiter. Ich auch nicht. Da stand halt immer nur, wenn du 40 Headshots machst, kriegst du eine Geldbelohnung hier und eine Belohnung in Red Dead Redemption 2. Bei 50 kriegst du die in Red Dead Redemption. Obwohl ich das Spiel verkauft habe. Ich hab's nicht mehr. Ich warte eigentlich nur, bis ich dann immer mal ein bisschen Kohle habe, dass ich mir das mal wieder kaufen kann. Weil ich hatte dann eigentlich. Gut, der Online-Modus war am Anfang ein bisschen schwierig. Aber kann man ja auch im Multiplayer spielen, ne? Ich weiß. Aber war verbuggt auch größtenteils in einer Mission. Wäre ja vielleicht auch was. Gucken. Also ich weiß nicht, was in Zukunft passiert. Steht als Zielfahrzeug. Ah. Warte, ich fahre mit dem Auto rein. Ja, mach das. Achtung, Helis. Ich wollte eigentlich nur aussteigen, um dann das Auto mitzunehmen, wenn es dann soweit ist. Ich nutze halt hier die Miss... Ah, für die Kopfschussrevolver mit dem Double-Action-Dings, okay. Ich sehe es gerade, ich krieg's gerade angezeigt. Aber es hält auch bei Cops. Oh oh. Irgendwo kommt Nelly runter. Ist ja auf dich gefallen, oder was? Nö. Alles ist gut. Mist, okay. Vertreter. Jetzt. Bist du noch im Game? Ich ja. Okay. Baby aber nicht mehr. Was sagt mir dem Chassis? Juckt mir das Auge. Ich muss halt auch noch ein bisschen aufpassen, weil dann bin ich ja auch bald tot. Schütze gerade rausgeschossen mit einem Double-Action-Revolver aus dem Auto raus. So, sind hier noch irgendwelche Feinde? Polizei in der Nähe? Ja, hier. Vor dem Tor, ja. Ja, ich sehe schon. Geht's ab. Nein, nee, vor dem Tor nicht auch reden. Das weißt du nicht. Noch nicht, Kollege, noch nicht. Also hier auf der Hauptstraße geht's ganz schön ab. Komm da. Ja, ich soll dich rausholen dann mit dem Auto. Ja. Warte, ich komm zu dir.
wo stehst du denn hier? Warte. So, bin drin. Den hat's doch mitgenommen, den einen Typen. Ja. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier, ich mache jetzt hier die Kopfschuss-Dinger-Aufgaben. Ja, willst du hier schon anfangen, die Autos rauszuziehen? Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Wow. Ja, sag doch, warte, sag doch was, sonst hätte ich dich. Ja, du bist stehen geblieben, da habe ich auf Aussteigen gedrückt, da bist du weitergefahren. Warte, warte. Mir geht gerade der Heli ein bisschen auf den Piss. So, jetzt. Oh! Was hast du? Der Heckflügel von dem Hubschrauber ist gerade fast auf mich draufgefallen. Ich konnte noch gerade so ausweichen. Dieser Heckrotorteil. Der Heli ist gerade auf dem Polizeiwagen. Der hat einen Polizeiwagen mit zerlegt. Also hier auf den geparkten. Scheiße, ich will den Kopf abschütteln. Ich auch. Oh, da fahr doch nicht hier auf mir in die Spur, du blöder Random. Ich werde mir NPC. Scheiße. Scheiße, natürlich sind die hinter mir. Natürlich haben die mich gesehen, die Idioten. Ich fahre den Kanal. Jetzt wenn wir gleich noch auf den Sack gehen, könnte es der Heli. Aber ich fahr hier oben rein, das ist sicher. So, ich bin die Cops jetzt mal los. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Autos abziehen müssen gleich. Ob wir da nochmal rein müssen. Ich habe keine Ahnung, ich bringe jetzt das hier weg. Ja, ich habe auch ein zweites schon. Ich bin nur gerade im Kanal, um die Cops abzuschütteln. Hab's weg. Ja, wenn wir mal schauen, ich muss gerade halt das Auto. Ich muss halt nur das Auto nochmal neu anfordern in Kuruma. Ich weiß gar nicht, wie viel ich mittlerweile habe in Schüssen. Wenn wir gleich sehen. Okay, jetzt standen wir glaube ich 46 oder 45 noch Rest. Das kann wie gesagt passieren, dass wir jetzt gleich nochmal rein müssen. Aber mal schauen. Ja. Ich aber muss nochmal zurück. Ja. Nochmal zurück, okay. Ich stand auf jeden Fall noch zwei Autos drin. Dann warte bitte kurz auf mich, dann hol ich den Kuruma. Ich muss nur gerade noch zurückkommen, 1,8 Kilometer noch. Okay. Das wäre vielleicht am einfachsten. Ich weiß nicht, ob du den gepanzerten hast. Nö, nee, aber könnte ich mir mal kaufen jetzt. Das hab ich ja, kostet 700 irgendwas 1000, ne? Ja. Scheiße, ich bin voll in die Leitplanken rein. Boah, der qualmt aber schon ganz schön. Wo gab's den eigentlich? Bei Legendary oder bei bei der Militärfahrzeug, glaube ich, gab's den. Oder Super Autos, ich weiß es gerade nicht auswendig. Ah, scheiße, ich muss zurück. Na gut, mit Beginn der ersten Heist gab's den ja danach. Also meiner Meinung nach einer der besten Autos, die im Spiel. Also nicht vom Schnell von der Geschwindigkeit her, sondern von der Panzerung her. Ich finde den super angenehm im Mann. Gerade bei solchen Missionen ist der so zuverlässig. Oh, die Karre, die qualmt ganz schön aus. Hat schon Aussetzer drin. Aber ich bin gerade volle Lotte gegen die Leitplanke rein. Der qualmt schon ganz schön hier. Hä? Willst du mit anfangen oder was? Nö. Oh. So, erste Auto da. Das ist das zweite Auto da. So, dann hole ich meinen Kuruma eben. Meinen Mechaniker anrufen. Mach schnell was rein, von hier. You need something, huh? When you ride? So, der steht
Was ist Palito Bay? Brauche ich gerade nicht. Temper, wo steht denn der Wagen? Welche Garage? XLS, gepanzert, Interview Bay. Hier, Interview Bay. Auto kommt. Okay. I got stuff to do. Soll ich dir mal eine schnellere Variante nennen? Was denn? Wenn du den Kuruma schon ausgewählt hast, gehst beim nächsten Mal einfach, drückst die Taste, also die Touchpad, gehst auf Fahrzeug und persönliches Fahrzeug anfordern. Dann brauchst du nicht erst suchen, wo das, in welcher Garage das steht. Ach so, ja, der steht hier vorne irgendwo, der Wagen. Hat der denn nicht? Ja, ich wollte es nur mal sagen. Wo hat der den denn hingestellt? Ach Gott, du Idiot! Das ist ein ganz schönes Stück zu Fuß noch. Der hat den komplett außerhalb aus dem Hafengebiet rausgestellt. Ich brauche ein Auto. Scheiße. Haben wir noch einen LKW oder ein Fahrzeug oder was hier oben steht? Weil der steht komplett im anderen Hafengebiet. Im anderen Teil. Steht hier vorne. Hä? Hier vorne, wo ich bin. Ja, ich brauche ein Auto, wie gesagt, ein Auto. Ja. Ja. Weil wir müssen echt da jetzt so ein Stück fahren. Ja, sorry, dass die Mission jetzt extrem, die jetzt ein bisschen länger dauert, aber wie gesagt, das ist halt jetzt einfach im Moment so. Kann man nicht ändern, Auto. Ah, da vorne schon der Auto. Mit der Billigmöhre hier vom Lister. Also es ist das gleiche Auto, gleiche Modell. 2 Kilometer sind das von hier. Der war weg. Okay, der durchdrehende Reifen beim Frontantrieb, ey. Mann. Ja, kenne ich persönlich beim Anfahren auch manchmal, dass ich, aber es geht zwar geht auf dem Reifen, aber momentan ist so viel Streu noch unterwegs, also dieser Split und sowas, dass wenn ich dann anfahre ab und an, dass du dann durchdrehende Reifen vorne hast. Ich habe jetzt selber einen Frontantrieb. Oh, ernsthaft, warum stellt der Mechaniker die Karre so weit weg? Da, wo du Dings gesetzt hast? Ja, da, wo ich den Punkt gesetzt habe, steht mein Auto. Komisch. Also ich lang weit weg. Ja, das ist voll irre. Die den jetzt extrem so weit rausgezogen haben. Baby denkt sich so, oh Gott, die zwei Kerle wieder. Hm. Baby hat bestimmt Langeweile, ja. Ja gut, ist klar. Sie ist halt jetzt, du bist jetzt gestorben, dann ist sie gestorben, sie kann nichts dafür. Und sie kann uns halt zugucken. Wenn wir gleich so ein vibrierendes Geräusch hören, dann wissen wir, dass sie wirklich Langeweile hat. Ja. Du meinst was anderes als der Controller. Ja. Willst du fahren oder soll ich fahren? Fahr du, alles gut. Warte, ich markiere dir die Punkte. Weißt du, die Strecke zum Zielfahrzeug ist jetzt ungefähr genauso lang wie die Strecke vom Hafen zu meinem Fahrzeug. Oh! Alter! Der kam auf einmal. Ja, ja. Da wäre ich schon Revolver, da ist er doch. Gut, dass ich noch über 9000 Schuss in dem Ding drin habe. Kann ich mal gucken, wie viel wir haben. Aber ich habe jetzt bei den Cops auf jeden Fall nochmal einige mitgenommen. Ich bin irgendwie 10, 15 Stück nochmal. Boah. Gerade so dem Holzmast ausgewichen. Telefonmast. Ja, den kannst du leider nicht kaputt fahren. Wie so viele Sachen hier, was gerade bei den Stuntrennen sehr, sehr, ja. Muss, ja, wo Gott sei, du musst jetzt. Ja. Ach, da ist Baby gestorben. So, dann kannst du ja noch das andere Auto oder. Ist das ja, schon das letzte? Hm? Das ist danach das letzte Jahr. Okay. Bist du eigentlich? Baby hat sich gerade das Schönste von allen genommen. Ja, natürlich hast du wieder 3 Sterne. Die Frage ist, wie viel. Da war der nächste.
So, 30, ne, noch 30 muss ich holen. Ja, immer bei 10, sagt er dir. Verdammte. Ja, ich fahr jetzt mal rein in den Wagen holen. Die sind wahrscheinlich hier genug kurz. Muss man gerade orientieren, wo das Auto steht. Hä? Warte, nee. Ah, nee, das ist das letzte, was du fährst. Ja. Ah, es sind nur drei. Okay. Na, ich war pro Dings einer wahrscheinlich pro ja. Mitglied am Team. Na gut, dann kann ich hier weiter meine Herausforderung machen. Oh. Ich dachte, da passe ich durch. Okay. Nicht immer. Ja, nur bei Baby passe ich wirklich rein. Oder Baby? Sagte man nicht. Ja, Mundvoll ist schwierig. So, super. Das dürfte jetzt auch, wie gesagt, nur die 15 Nummer sein, was ich hatte gedacht, dass wir da mehr sind. Oh. 55.000. Ja, und Level 277. Definitiv hat sich das Ding gelohnt. 7 Kills waren das nur, okay. Ich hatte gedacht, es wäre nicht mehr gewesen. Ich habe ja relativ am Anfang schon mal weggeholt. Jetzt auch mal ordentlich was weggeholt. Ja, ich, bei mir stehen auch nur 2 Kills, obwohl ich auch ein paar mehr umgeschossen habe. Also damit hätte ich jetzt gedacht. Guck mal hier mit der Antonov. Ganz unten. Seminomie. Die hier. Da ist aber schon ein Häkchen dran, aber können wir machen. Ja, ich habe die aber noch nicht in der Aufnahme. Okay. Ich würde die gerne mal einfach mal machen. Es gibt mir das. Das Flugzeug ist geil.